Guten Morgen. Zu Beginn möchte ich gern eine kurze Zusammenfassung meiner Präsentation, meine Gliederung zeigen. Zuerst möchte ich kurz auf die Geschichte der Wetterbeobachtung auf der Schneekoppe eingehen. Dann möchte ich klimatische Muster an der Schneekoppe erläutern. Es ist ein sehr spezieller Ort mit einem ganz besonderen, einem eigenen Klima. Dann gehe ich auf Änderungen der Lufttemperatur ein, auf der Grundlage unserer Langzeitserien, unserer Messdaten 1901 bis 2015. Und schließlich geht es um Projektionen in die Zukunft für weitere Änderungen der Lufttemperatur. Das Riesengebirge befindet sich im südwestlichen Teil Polens und im Norden der Tschechischen Republik. Es ist der höchste Gebirgszug der Sudeten. Der Hauptkamm des Riesengebirges erstreckt sich über etwa 70 Kilometer Richtung Süd, von Süd zu Ost, von Südwest zu Verzeihung, von Südost Richtung Nordwest. Der höchste Gipfel des Riesengebirges ist der Snieżka, die Schneekoppe, mit einer Höhe von 1603 Meter über Normal Null. Die Schneekoppe ist ein isolierter Gipfel, wie man hier auf dem Foto sieht. Und es gibt keinerlei direkte menschliche Einflüsse in diesem Gebiet. Wir haben dort ein Hochgebirgsobservatorium auf der Schneekoppe, eine meteorologische Station erster Ordnung im Rahmen des polnischen Nationalen Meteorologisch-Hydrologischen Dienstes. Die Geschichte dieser Messstation ist lang. Die ersten Beobachtungen begannen im Juli 1824, zu jener Zeit allerdings nur während des Sommers. 11 Mal wurde beobachtet, 11 Sommer lang, und die Resultate, die Ergebnisse wurden durch Professor Galle im Jahr 1857 veröffentlicht. Am 1. Juli 1880 beginnt die regelmäßige kontinuierliche Beobachtung. Eine alte Herberge wurde verwendet für die Unterbringung der Messgeräte. Am 1. Juli 1900 zogen die meteorologischen Gerätschaften in das neue Gebäude des Observatoriums, der Beobachtungsstation, um. Und am 23. Oktober 1976 gab es erneut einen Umzug, diesmal der ganzen Station vom alten in das neue Gebäude. Und dort befindet es sich bis heute. Dieser Umzug der Messgeräte im Jahr 1976 hatte keinerlei negative Einflüsse auf die Homogenität der Datenreihe, der Lufttemperaturdatenreihe. Hier auf den Fotos können wir nochmal das alte Gebäude, die alte Messstation sehen, einmal im Sommer, einmal im Winter, und hier alt und neu als Ensemble. Jetzt möchte ich auf ein paar klimatische Merkmale der Schneekoppe eingehen. Zuerst die Windmuster.
Das rechte Diagramm zeigt die Häufigkeit der Windrichtungen. Und das linke Diagramm zeigt die mittlere Windgeschwindigkeit je Windrichtung. Westliche Winde sind am häufigsten, mehr als 60% Häufigkeit. Windrichtungen Nordwest, West, Südwest zu 60%. Höchsten Windgeschwindigkeiten betreffen den Richtung aus West, den Wind aus Richtung West, Nordwest. Meter pro Sekunde mittlere Windgeschwindigkeit. Die Schneekoppe als höchster Gipfel des Riesengebirges ist auch der Ort mit den geringsten Sonnenstunden, mit der geringsten Anzahl von Sonnenstunden in Polen. Hier sind die Messdaten im Gebirgsvorland. Hirschberg, das ist die Messstation in Hirschberg, und dort sind 100 Sonnenstunden mehr als direkt auf der Schneekoppe. Wenn wir jetzt den Sonnenstundengang übers Jahr beobachten, können wir sehen, dass die Sonnenstunden auf der Schneekoppe in dem Winter, also im Winter sind mehr Sonnenstunden auf der Schneekoppe. Gegenüber der Vorlandmessstation am Hirschberg. Das liegt daran, dass im Winter die Gipfellagen sich oberhalb der Wolkendecke befinden. Diese Kurven zeigen den Verlauf der mittleren Tagesluftemperatur an der Schneekoppe 1981 bis 2010. Wir sehen hier pro Kalendertag Beginn Januar bis Dezember, also übers gesamte Jahr jeweils. Die oberste Kurve zeigt den höchsten Tageswert der Lufttemperatur, Maximum, und unten Minimum, über die letzten 30 Jahre. Hier können wir sehen, dass die höchsten Werte zwischen der höchsten und niedrigsten Tagestemperatur sich im Winter einstellt. Die Schneehöhe oder überhaupt eine Schneedecke findet man in den höchsten Lagen des Riesengebirges im Prinzip in jedem Monat. Mehr als die Hälfte des Jahres liegt Schnee auf der Schneekoppe. Anfang Oktober ist häufigste Schneelagen bis Ende Mai. Es gibt auch eine hohe Variabilität, was die Schneetage betrifft auf der Schneekoppe. Ich würde jetzt gerne zusammenfassen für diesen Teilbereich. Die mittlere Lufttemperatur 1981 bis 2010 schwankte von 7,7 Grad am Hirschberg im Vorland bis 1 Grad Celsius an der Schneekoppe.
wie schon gesagt, diese höchsten Lagen des Riesengebirges haben die geringste Anzahl von Sonnenstunden in Polen. Die Schneekoppe ist ein herausragender Ort an Windgeschwindigkeiten. Das heißt, von der Wrocław-Universität werden viele Studien durchgeführt und die Ergebnisse zeigen, dass es die höchsten Windgeschwindigkeiten im kontinentalen Bereich Europas genau an der Schneekoppe gemessen werden. Eines der häufigsten meteorologischen Erscheinungen, eine der häufigsten meteorologischen Erscheinungen, die an der Schneekoppe beobachtet werden, ist Nebel, 309 Nebeltage im Jahr. Das hängt an der Höhenlage, sowohl relative Höhenlage als auch absolute Höhenlage, sowie auch die Einflüsse der advektiven, nassen Luft, feuchten Luftmassen vom Atlantischen Ozean. Jetzt möchte ich auf die Langzeitänderung der Lufttemperatur der Schneekoppe eingehen. Wir sehen hier die mittlere jährliche Lufttemperatur in der Zeitreihe 1901 bis 2015. In dieser Zeit wurden die niedrigsten mittleren Temperaturen, Jahrestemperaturen in den Jahren 1941 und 1956 gemessen. Und der höchste Wert, plus 2,7 Grad Celsius, wurde 2014 gemessen. Sie sehen hier den Trendverlauf über den gesamten langen Zeitraum. Diese Kurve zeigt die jährliche Lufttemperaturanomalie in der Schneekoppe. 1961 bis 1990 ist die Referenzperiode, der Referenzzeitraum. Die rote Farbe zeigt überdurchschnittlich warme Jahre, also oberhalb der mittleren Lufttemperatur. Seit 1988 dominieren Jahre mit einer mittleren jährlichen Lufttemperatur oberhalb des Mittelwerts. Diese Kurve zeigt die mittleren Temperaturwerte für 12 aufeinanderfolgende Monate an der Schneekoppe. Mit dieser Methode können wir 12-monatige Episoden herausarbeiten. In puncto Anomalien, wobei die 12 Monate Zeiträume nicht identisch sind mit den 12 Jahresmonaten. Die höchsten Mittelwerte der Lufttemperatur über 12 Monate wurden in dem 12 Monate Zeitraum Juli 2006 bis Juni 2007 gemessen. Und zwar in Höhe von 3,3 Grad Celsius. Jetzt möchte ich auf den Verlauf der jährlichen Maxima und Minima der Lufttemperatur der Schneekoppe eingehen. Die Erhöhung bei der Höchstjahrestemperatur ist höher als Maximum. Beim Minimum sehen wir höhere, also Verzeihung, andersrum. Die Erhöhung der Mindestjahrestemperaturen ist
größer als die Erhöhung der Maximaljahrestemperaturen. Und die höchste Erwärmung zeigt sich jeweils im Sommer. Diese Tabelle zeigt die 10-jährige mittlere Lufttemperatur, sowohl für die Saison, für die Jahreszeit, aufgebrochen nach Jahreszeit, als auch für das gesamte Jahr kumulativ. It is the warmest with the temperature 1,3 degrees. 1,3 Grad als höchstes decade was the warmest, für das Jahr. Die letzte. Also wenn wir die Frühlingstemperaturen und Sommertemperaturen anschauen, dann war die letzte Dekade die wärmste. Was die beiden Vorjahre betrifft, 2014, 2015, waren die wärmsten im Vergleich zum Beginn des aktuellen Jahrhunderts. 2014. Für 2014 sehen wir einen langen Zeitraum mit Tagestemperaturen oberhalb des Mittelwertes für 1981 bis 2010, insbesondere in den Monaten Februar bis April und Oktober bis Mitte Dezember. Wenn wir uns aber den Verlauf der mittleren Tagestemperatur anschauen in 2015, da sehen wir Zeiträume mit wirklich hohen positiven, also Pluswerten als Anomalien. Beispielsweise im November haben wir festgestellt, dass der Novemberwert ist mittlere Temperatur plus 14,5 Grad Celsius als mittlere Tagestemperatur. Aber das also für das Jahr, aber gegen im 30-Jahre-Zeitraum ist es ein minus 0,6 Grad Celsius Wert. Let me present future changes in air temperature in Carcanoche Mountains. Jetzt möchte ich auf die zukünftige Entwicklung der Lufttemperatur eingehen, auf Grundlage der Ergebnisse im Rahmen des CLAPS-Projekts. Wir verwenden drei Szenarios, A1B, RCP 2.6 und RCP 8.5. Im Projekt CLAPS sind wir auf die nahe Zukunft eingegangen, das bedeutet zwar 2021 bis 2050 und die ferne Zukunft betreffend den Zeitraum 2071 bis 2100. Diese Tabelle zeigt die Änderung der mittleren Jahrestemperatur, Lufttemperatur im Riesengebirge für nahe Zukunft und der fernen Zukunft im Vergleich zum Referenzzeitraum. Wir sehen eine etwas größere Erhöhung an der Schneekoppe und für die Schneekoppe sind diese Erhöhungen etwas höher als für den Hirschberg im Vorland. Und das zeigt sich, dass die höheren Regionen stärker von der Temperaturerhöhung betroffen sind in der Zukunft, nach unseren Projektionen. Die Änderung in Jahreszeittemperaturen für die nahe Zukunft und ferne Zukunft im Vergleich zum Referenzzeitraum hier 1971 bis 2000. Man kann sehen, dass in der nahen und fernen Zukunft eine höhere Erwärmung für die oberen Lagen vorhergesagt werden gegenüber dem Vorland.
Allerdings sind im Winter die Raummuster unterschiedlich. Im Szenario A1b und RCP 8.5. Nach diesen Szenarien zeigt sich eine größere Temperaturerhöhung fürs Vorland als in den Gipfellagen. Schlussfolgernd, auf lange Sicht sind die kontinuierlichen Messungen an der Schneekoppe am Snieżka eine wertvolle Quelle für Klimaänderungsstudien, besonders in den Gebirgsregionen von Mitteleuropa. Jetzt habe ich noch ein paar Fotos unserer Messstation. Fotos von Piotr Kaczkowski, das ist der Chef unserer Messstation, der Leiter. Vielen Dank. Thank you very much, Irina, for this very interesting talk and enticing data from that specific station. The talk is now open for questions and discussion. Die Runde ist offen für Fragen, Bemerkungen. Christian, meine erste Frage betrifft die Pläne des DWD, der Übergang zu automatisierten Messstationen. Gibt es auch solche Pläne an der Schneekoppe? Also im Moment messen wir noch nach alten Gegebenheiten, aber wir wissen noch nicht, wie die Zukunft sein wird. Die Anzahl von Personen, die auf jeden Fall wird es Abbau, Personalabbau geben an unserer Messstation. Also es gibt keine konkreten Pläne, nein. Ja, also es wird aber erwogen. Zweite Frage. Es gibt ja die anderen Messstationen in der Nähe, wie der Schneekoppe, Fichtelberg beispielsweise, auf der sächsischen Seite, vielleicht der Brocken noch. Die haben auch solche speziellen örtlichen Gegebenheiten. Also es sind bestimmte Inseln in der Atmosphäre. Ja, also ich glaube, es wäre günstig, und die Messung mal in der Zukunft gegen einen anderen zu vergleichen, weil das alles solche Gipfellagen sind. Aber im Moment läuft das nicht so. Das wird einfach nicht gemacht. Ja, vielleicht. Weitere Fragen? Oder Anmerkungen, Kommentare. Ob Deutsch oder Englisch, Sie sind gefragt. Wie sieht es mit Lamnitzki aus? Im Süden, die nächste Station. Auf der polnischen Seite, die Lamnitzki-Stedt. Wird das manuell getan, also mit Beobachtern oder automatisch? Also die Frage nach der Lamnitzki-Station. Vielleicht Slowakei? Sie meinen vielleicht die Messstation der Slowakei, das könnte sein. Aber nicht in der Tatra, in der Slowakei. Aber wir haben auch eine andere Gebirgsstation. In der Tatra haben wir auch noch eine Station. Das ist schon richtig. Und wird die verwendet? Ja. Ja, wir haben die Daten dieser Station. Die Schneekoppe hat viel längere Datenreihen, und das sind also viel kürzere Datenbasen.
Es gibt aber Vergleichsstudien, um die Messungen zu vergleichen zwischen Tatra und Riesengebirge. Das gibt's.